junkfoodtaster.com. And here we go, my beautiful friends. Hey, this episode will be all about the Niederecker marzipan cake. Hey, this cake, which is basically a big piece of marzipan, I think, comes in steel boxes. And they're different ones. This is like the smiley. Keep smiling, be happy. Alrighty. And this is a happy birthday. Okay. Hey, here's the retail price. It's quite expensive. €6.95. Hey, it's taped. Ah. And here we go. Okay, didn't expect it this. I expected sort of more packaging. But it's like this. Yeah, there's a little bit of heat damage. The day I bought it, it was still hot. Hey, my fault. And okay, so there's the plastic tray, which apparently is hard to remove. It out. Yeah. I was thinking it will be wrapped in like a aluminium film or something inside, but it's like this. And don't ask me what this is. Let's cut it. I always cut stuff. Hey, here we go. It's marzipan with chocolate cake in. Calls itself a cake. Let's eat it. Marzipan is very nutty. It actually don't taste that sweet. So, this stuff is made out 45% almond, sugar, dark chocolate, then some minor stuff, some alcohol already. I don't know why they put the alcohol in. I think it distracts the taste. Not that much, but it does, I think. I guess it's like an old recipe. 300 years old. I check out other box. What is this? Wow. Yeah, exactly the same thing. Only of a steel box and paper. Okay, so that's it. There's a little fly flying around. It's so annoying. I hope you like this episode. And you learned that there are steel boxes with big marzipan pieces inside, which are very expensive, and you can give them as a gift. Okay. So, jetzt habe ich mir angeschaut, Niederecker, die Marzipantorte.
Genau, und die kommen in verschiedenen Verpackungen. Das sind alles Stahldosen. Jetzt habe ich die hier irgendwie zugerammelt, jetzt geht die nicht mehr auf. Und ja, in der Stahldose boah, jetzt muss ich das hier ausprobieren. Nein, 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 nein. Jetzt aber. Okay. Also in der Stahldose. Dann so ein Ding. Dann diese Torte, was einfach nur Marzipan mit Schokolade drumherum ist. Noch hier so ein Plastiktray und das war's. Ich hätte gedacht, das ist nochmal eingepackt in Papier, aber ist halt nicht. Ist ja auch egal. Und ja, das Marzipan ist, würde ich sagen, sehr mandellastig. Ist nicht so süß wie andere. Und hat halt bisschen Alkohol drin, hat so eine kleine Alkoholnote. Es hat, glaube ich, alle Niederecker. Ich meine, da braucht man jetzt auch nicht ewig und 3 Tage immer rummeckern. Es gibt so Sachen, Niederecker hat Alkohol drin. McDonald's schreddert den Salat. Und Lindt hat dieses eklige Karamellaroma. Ist so, man muss es nicht verstehen. Gut. Ja. Ja, hier steht auch ein Preis drauf, 6,95. Ja. Ja, ist halt natürlich ein Geschenkartikel, ist klar. Aber ich weiß nicht, ob man diese Dosen nochmal verwenden kann. Weil habe ich jetzt zugemacht. Und das geht ja aber so schlecht wieder auf hier. Wir können da drin was verstecken, was jemand nie wiederfinden soll, weil er die Dose nicht aufkriegt. Ich hab's geschafft. Okay, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.